Ja, vielen Dank für diesen warmherzigen Applaus. Schade, dass er nichts bringt. Ja, bewegt mich null, weil das Ding ist, ich habe eine Gehbehinderung und wenn ich als Mensch mit Behinderung eine Bühne betrete, dann weiß ich nie, ob die Leute klatschen, weil sie es wirklich ernst meinen oder eben nur, weil sie mit mir Sex haben wollen. Mir soll beides recht sein, also mir ist wurscht. Ich bin Vollprofi, wir können uns das dann nach der Vorstellung individuell ausmachen. Das ist kundenorientiertes Arbeiten. Ja, mein Vorname ist David. Laut meinem Vater war dieser Name eine Notlösung. Er hat gesagt, er hat mich nur deshalb David genannt, weil Herbert noch beschissener geklungen hätte. Meine Mama meint hingegen, dass sie mich David genannt hat, wegen dem David aus der Bibel. Das war dieser heldenhafte Typ, der einen Riesen mit einem Stein erschlagen hat. Und als Namensvetter wollte ich das natürlich auch machen. Aber man muss im Rahmen seiner Möglichkeiten handeln und deshalb habe ich einfach statt einen Riesen mit einem Stein zu erschlagen, eines Tages einen Kleinwüchsigen mit dem Auto überfahren. Ist jetzt nicht ganz so biblisch, aber ein schönes Kontrastprogramm, finde ich. Diese Tat war aber nur in zweiter Linie heldenhaft. In erster Linie war sie bitter notwendig, weil dieser kleine Mann nicht akzeptieren wollte, dass ich der einzige Behinderte bin in Wien. Es geht da um meine Monopolstellung als Invalide. Die habe ich mir hart erarbeitet und deshalb muss ich die Konkurrenz im Auge behalten. Wenn sie auch noch so klein ist. Kleiner Witz am Anfang zur Stimmungsauflockerung. Finde ich sehr schön, dass er Ihnen gefallen hat. Was gibt's? Was gibt's? Na, also mein Nachname ist Stockenreitner. Ist etwas kompliziert für ungeübte Ohren. Man kann sich den Namen Stockenreitner aber leicht merken. Da gibt es eine Eselsbrücke. Den Namen Stockenreitner schreibt man fast exakt gleich wie den Namen Schwarzenegger. Nur eben ohne Erfolg. Ja, ihr lacht jetzt vielleicht, aber das ist ganz schlecht für Selbstbewusstsein. Mein Leben hatte schon ziemlich schwer begonnen. Ich bin 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen, also noch nicht ganz al dente. Und es war schon einmal sehr schlecht für Selbstbewusstsein. Dann ist gleich weitergegangen. Ich bin in einen Pfarrkindergarten gegangen, einen Kindergarten, der von der katholischen Kirche geleitet wird. Also rückblickend weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Priester an der Quelle sitzen zu lassen. Also, Sie verstehen. Aber der Kindergarten war ganz nett. Also die Kindergärtnerinnen haben den Kindern gegenüber eine liberale, aber doch irgendwie christliche Einstellung gehabt. So ungefähr so, macht, wonach euch ist, aber was auch immer ihr machen wollt, bedenkt, dass es Sünde ist. Es ist wie Sodom und Gomorra da in Stuttgart, bei Sünde klatschen sind. Der Priester, der den Pfarrkindergarten geleitet hat, das war ein ganz netter Mann, ein Italiener namens Felatio Bambini. Aber trotz des ominösen Namens hat er nie versucht, also, wissen Sie, also, er hat nie versucht, mir seinen Johannes zu offenbaren. Und das ist ja für Priester nicht selbstverständlich. Ne? Und deshalb habe ich mich dann irgendwann einfach bedankt beim Filatio Bambini. Ich habe gesagt, du Filatio, danke, dass du das nie probiert hast bei mir. Und er hat dann gesagt, ja, David, das ist doch selbstverständlich. Sowas würde ich doch nie machen mit dir. Da habe ich mir gedacht, warum nicht? Das nicht liegt an der Behinderung. Ich meine, weiß nicht, und dann hat er sich eh gut gerechtfertigt. Er hat gesagt: Weißt du, David, wenn Gott gewollt hätte, dass ich dich sexuell anziehend finde,
dann hätte er dich sympathisch gemacht. Ja. Es war meinem Selbstvertrauen nicht zuträglich. Ich bin dann weiter mit diesem schlechten Selbstvertrauen bin in die Grundschule gekommen, war dort ein sehr schlechter Schüler, weil ich mich nicht ausgekannt habe wegen einem schlechten Selbstvertrauen. Ich habe so schlechtes Selbstvertrauen gehabt, dass ich sogar beim Lesen vom Sitznachbarn abgeschaut habe. Habe mir dabei aber irrsinnig schwer getan, weil mein Sitznachbar war Legastheniker. Dieses schlechte Selbstbewusstsein hat mich dann schlussendlich in ein geisteswissenschaftliches Studium getrieben, dem ich nun schon seit gefühlten 300 Semestern fröne und das immer noch nicht mit mir abgeschlossen hat. Na, aber das Studium ist ja eh, also das Studium ist, ja. Also es ist schon, ja, also. Also, ja, im Sinne von nein, abbrechen tue ich es jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich schon im Master und im Master bricht einfach kein Studium mehr ab. Dafür ist der Bachelor da. Den Bachelor haben die extra dafür erfunden. Das ist, weil nämlich ein Studium im Bachelor abzubrechen, das ist ungefähr so, wie wenn du glaubst, du musst aufs Klo, dann setzt dich auf die Schüssel und dann kommst drauf, ja, eigentlich muss ich gar nicht. Dann steigst von der Schüssel wieder runter und passiert ist im Grunde nichts. Ein Studium im Master abzubrechen ist hingegen so, als würdest du schon auf der Schüssel sitzen und während dem Kacken einfach aufstehen und gehen. Die, die jetzt geklatscht haben, wissen, dass das nicht nur ein Witz, sondern auch ein sehr reales Problem ist. leider Gottes hat mich dieses Studium in ein Studentenheim gezwungen, in ein Zimmer mit 8 Quadratmetern, in Zahlen 8, in Worten ui. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß 8 Quadratmeter sind, aber ich illustriere das einmal ganz kurz. Wenn jemand in einem 8 Quadratmeter Zimmer auf dem Bett sitzt, hat er zur gegenüberliegenden Wand gerade so viel Platz, um sich nach vorn überzubeugen, um zu weinen. Und das Schlimmste ist, diesen Mief von den hunderten Studenten, die da vorher drin gewohnt haben, den kriegst du nie wieder raus. Da kannst du noch so oft durchlüften. In solchen Zimmern riecht es immer noch nach einer Melange aus Maggi, 5-Minuten-Terrine und Existenzangst. Und gemein ist auch, diese Räume, die sind zwar unheimlich eng, aber dafür sind sie unverhältnismäßig hoch. Das heißt, den Platz, den du auf die Seite bräuchtest, den hast du jetzt nach oben. Den kannst du aber nicht ausnutzen, weil du nicht raufkommst. Das heißt, du kriegst in diesem Zimmer klaustrophobische Angstzustände, kannst dich aber auch nicht aufhängen. Ich glaube, die vom Studentenheim machen das absichtlich. Es steht nämlich schon im Mietvertrag drin, da steht drin, Suizid führt zur sofortigen Beendigung des Mietverhältnisses. Und das willst du dann halt auch nicht. Ne? Also. Ja, was gibt's sonst noch über mich zu sagen? Ich bin Veganer, was aber überhaupt nicht stimmt. Und ich brauche keinen Veganismus, was nicht heißt, dass Veganismus keine tolle Sache ist. Veganismus ist super. Ich habe selber schon probiert. Ich habe vor kurzem probiert diese veganen Bratwürste. Und ich muss sagen, die schmecken mir tatsächlich fast besser als echter Kot. Und aber ich brauche keinen Veganismus, weil Veganismus ist ja auch eine selbst auferlegte Einschränkung irgendwie. Und Einschränkungen habe ich schon. Also wer mich auf die Bühne gehen sehen hat, das braucht nicht noch mehr Probleme. Ich habe schon genug Probleme. Den Satz kann man als Behinderter übrigens immer sagen, um sich aus unangenehmen Situationen rauszureden. Das mache ich zum Beispiel immer ganz gern, wenn jetzt jemand bei mir an der Tür klopft, um Spenden zu sammeln. Dann sage ich...
Da sage ich immer, ja, ich würde ja gern, aber ich würde echt gern spenden, aber ich habe selber schon genug Probleme, eigentlich müssten Sie für mich spenden. Und die machen das dann auch. Ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Das Rote Kreuz zahlt super, probieren Sie es mal aus. Aber trotz meiner dubiosen Geschäftsideen haben mich meine Eltern trotzdem sehr lieb. Zumindest sagen das meine Adoptiveltern. Na, das war jetzt nur ein Scherz. Das würden sie nie sagen. Also Veganismus und Behinderung geht sich irgendwie nicht aus. Und Behinderung ist aber nicht immer so leicht und super sexy, wie es bei mir ausschaut. Bei mir ist zum Beispiel letztens auf der Uni eine junge Dame zu mir gekommen und hat gefragt, kannst du mit deiner Behinderung Sex haben? Dann habe ich gesagt, das könnte ich theoretisch schon, aber praktisch bevorzuge ich Sex mit Frauen. Ja, mit der Behinderung habe ich es auch probiert, aber sie tut nicht so mit und wir haben unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Man hat als Mensch mit Behinderung auch hin und wieder so einen Aufklärungsauftrag gegenüber Menschen ohne Behinderung und das mache ich ganz gern. Da ist letztens nach einer Vorstellung ein Typ zu mir gekommen, der hat gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, was du da gemacht hast, sehr, sehr lustig, aber sag einmal, deine Behinderung, die ist schon nur gespielt, oder? Wahrheitsgemäß habe ich natürlich gesagt, ja. Bravo, du bist der Erste, dem das aufgefallen hat. Kriegst dein Keksi. Die Körperbehinderung habe ich natürlich nur auf der Bühne. Im Privatleben ist das alles ganz anders. Im Privatleben bin ich nämlich geistig behindert. Aber man kann mit einer Behinderung auch sehr, sehr schöne Sachen machen. Man kann zum Beispiel mit einer Behinderung machen, ist euch schamlose Ausnutzung ein Begriff? Das kann man mit einer Behinderung super. Das habe ich gerade letzte Woche wieder gemacht. Ich bin mit einem Auto von der Polizei aufgehalten worden in Wien. Der Polizist steckt seinen Kopf zu meinem Fenster rein und fragt so, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache, was? Und er dann sofort, nein, entschuldige, Entschuldigung, der Herr, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst, fahren Sie nur weiter gegen die Einbahn, passt schon. Ich habe Sie eigentlich nur aufgehalten, um Sie darüber zu informieren, an Ihrer hinteren Stoßstange, da klebt ein Kind. Soll ich dieses für Sie runterkratzen? Da habe ich gesagt, nein, passt schon, das ist meins, das nehme ich mit nach Hause. Wenn der gewusst hätte, dass das kein Kind war, sondern der Kleinwüchsige. Mein Name ist David Stockenreitner. Ich habe euch sehr lieb. Danke sehr. Das war der Gewinner des Goldenen Besens 2022. Und wir machen weiter mit dem Gewinner des Silbernen Besens.